Dann noch kommen wir hier hoch. Dann fangen wir einfach mal hier an. Von den Stonebricks haben wir auch gar nichts mehr, deswegen hole ich da mal oder haue ich da mal Nachschub rein. Stone haben wir eh eigentlich genug. Ist auch noch einer. Ach nein, ich hau den einfach hier rein. Also, das brauchen wir nicht. Und das Kohle brauchen wir nochmal hier. Wird auch wieder knapp. So. Ja, habe ich alles wieder dabei. So. Schauen wir mal, was das Glas macht. Fein. Oh, da ist aber noch was unfertig. Das kann ich dann aber hier noch nicht zuschließen. Ist vielleicht nicht das Schönste, was man sich hier vorstellt, aber man hat so einen Überblick, kann man sagen, halt hier auf das Offene. Und da müssen wir halt dann noch Wege auch versetzen hier, also so Wege setzen noch, wo man hier lang gehen kann und so. Ich glaube, ich werde das so zuschließen noch. Ich werde hier noch die Wand doch vorziehen, das ist dann egal, ob das hier synchron ist oder nicht. Aber, weil sonst hast du hier einen Ausblick auf den Zaun. Oder? Man muss ja nicht unbedingt hier rausschauen, ne? Oder? Ja, lass mal einfach so. Lass mal so. Besser als nichts. So, ich muss jetzt mal hier vorne ausleuchten. Hier haben wir eh noch nichts. Und hier haben wir auch gar keine Bergkante oder sowas. Ne. Also, dass man hier irgendwie. Wie hier vorne, dass das ja auch alles ausgefüllt ist und dann nicht irgendwo Erde rausguckt. Haben wir doch, haben wir alles gut gemacht, haben auf alles geachtet. Schau immer gerne von hier oben, weil es perfekt ist, so auf derselben Höhe sogar ist. Das ist gut. Wenn es so aussieht. Alter, der Wald. Ja, da müssen wir eh gleich hin und ein bisschen was Holz wiederholen. Alter. Junge, Junge, Junge. Ich hau einfach mal hier ein paar ab. Also das Projekt da oben in dem Berg, das wird sicher noch ein bisschen dauern. Zumindest die obere Seite, die wird früher wahrscheinlich fertig sein und die untere Seite, die wird eher, die wird noch ein bisschen dauern. Also das ganz unten, das wird sicher noch lange dauern. Und was wir danach dann bauen, also dazwischen vielleicht noch was bauen, ich habe keine Ahnung. Zumindest mir fällt da jetzt nichts ein, was man so bauen könnte dann.
Wir haben ja noch unter dem Haus ja den Keller. Den haben wir ja noch. Da habe ich eigentlich gedacht, wenn wir mal in Nether gehen. Also bei neuen Minecraft Nether, ich weiß ja nicht so, aber falls wir mal in Nether gehen, dass wir da mal die Netherwarzen und sowas, wenn wir welche mal bekommen, dort auch anpflanzen. Aber die müssen ja extra in so, ich weiß nicht, dunkle Bereiche oder sowas muss das irgendwie so sein. Das muss zumindest nicht in der Außenwelt irgendwo rumliegen. Das muss schon irgendwo abge in so einem Raum drin sein. So, das ist wieder so ein großer Baum. So. So, dann pflanzt man das auch gleich wieder nach. Vorne können wir noch. Ich hoffe, die wachsen auch, weil hier überall so viele große Bäume rumstehen. Und die natürlich auch viel Platz wegnehmen. Aber damals konnte man, also mir kommt so vor, konnte man in Minecraft ja die Bäume viel näher beieinander pflanzen. Also wie viele Saplings? Wo soll ich das alles noch verpflanzen? Hier unten wächst das wahrscheinlich sowieso nicht. Wir haben eh so viele Bäume eigentlich. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr nachpflanzen. Sammeln es aber trotzdem mal ein. Hier vor allem die Sticks. Ich werde das hier auch mal abernten. Unsere ersten Melonen. Ist fein. Dass wir mal die Felder auch mal wieder gemacht haben. Ich glaube, das geht ja hier so schneller, ja. War das auch nicht damals anders, dass man das irgendwie mit dem Schwert abschlagen musste? Ich habe mir ja mal letztens ein bisschen überlegt, so wie wäre das denn, wenn wir mal ein Live-LP machen? Bedeutet zum Beispiel hier eine Minecraft-LP-Welt oder irgendein Story-Game oder sowas, dass wir das live zocken. Ich stream das auf Twitch. Ich habe da ein bisschen ja rumprobiert, wieder mal mit so ein bisschen mit Streamlabs ein bisschen ausprobiert. Und dass wir dann irgendein Spiel spielen. Ich nehme das auf, aber man muss halt bedenken bei den, oh nee, bei den, dass ich bei den während zwischen den Aufnahmen, merkt das gerade? Oh nee, oh nee, warum? Oh nee, es laggt. Warum? Oh, sag jetzt nicht, dass irgendwas hier wieder ist. Oh nice. Hä? Moment mal, ich schau mal kurz rein. Das läuft, weil sonst muss ich kurz meine Pause machen. Och Junge. Ich probiere es jetzt nochmal.
toll. So, Leute, wir machen es jetzt mal so. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht vergesse rauszuschneiden. Ich bin sofort wieder da und ich probiere gleich weiter. Also es geht gleich weiter. So, da sind wir wieder. Sekunden später, wir sind wieder hier. Ich lade einfach mal wieder ab. Achso, soll ich das jetzt mitnehmen? Ich lasse das einfach hier drin. Okay, gut. Also, dass ich die Live-LPs mache, haben wir ja gerade geredet. Bedeutet, wir spielen irgendein Spiel. Ich streame das und der Stream, der, ich weiß nicht, ich kann ihn bestimmt auch hochladen dann auf dem Channel, also auf den Twitch-Kanal. Dass ich den vollen Stream, also einen kompletten Stream mit Gequatsche und so weiter, uncut hochlade. Und die Let's Plays, also das Let's Play, mich auf YouTube in Teile hochlade. Ja, also wenn jemand sich spoilern möchte oder nicht Lust hat zu warten, der kann dann entweder bei Twitch den vollen Stream sich anschauen oder kann dann abwarten bei YouTube und sich das so reinziehen. Dauert halt dann alles ein bisschen, bis das ist, kommt ja halt jeden Tag ein Video, deswegen. So, Kürbisse und alles, wo habe ich das alles gehabt? Das war unten wahrscheinlich. Zucker, Weizen, Setzlinge kommen hier rein. Da mal die Kürbisse gehabt. Habe ich für Melonen eine eigene gehabt? Ja, Melonen werden wir wahrscheinlich wirklich eine eigene Kiste. Ah nee, das waren noch gar nicht die ersten. Da haben wir schon welche gehabt. Ach ja, das soll ich Zuckerrohr auch abernten? Ja, komm, ernten wir auch ab. So, hier sollte ich wieder zumachen. Das lassen wir einfach hier drin. Nehme ich beim nächsten Mal mit. Man auch immer mit so viel Zuckerrohr machen möchte. Erschließt sich mir nicht. Hauptsache, wir haben's. So. Jetzt haben wir irgendwo was noch übersehen. Hier haben wir noch was übersehen. Immer auch noch was übersehen, müssen wir alles noch mal abgrasen. Ich glaube, da haben wir nichts übersehen. Und wenn, oh mein Gott, dann haben wir halt was übersehen. Haben wir ja nicht, haben wir ja so gar nicht wenig von dem Zeug. Oh nee. Was brauchst du? Hallo. Smaragde für, was sind das? Blasenkorallenblock. Müll, Müll. Fichtensetzling wäre nice. Was auch immer das ist. Kannst halt nicht wieder gehen. Sieht schön aus. Ich mache hier mal zu. Der Typ hier nicht irgendwie auf Ideen kommt. Essen. Wo habe ich denn Essen reingetan? Essen war hier. Hier. Äpfel da. So, Gottes Willen. Was soll man mit so viel Zeug machen? Ich habe endlich, also es wäre nice, wenn in Minecraft, ich weiß nicht warum sowas geben sollte, aber hier jetzt wäre es echt passend, wenn man hier so sitzt, ne? Also in diesem Haus, so ein bisschen chillt. Wäre es doch eigentlich echt nice, wenn man so Leute hat, die einen bedienen, so dass man hier so
wirklich einfach so sitzen kann und die geben dann an Items oder sowas hier essen oder sowas oder räumen hier die Bude frei, sowas, falls irgendwelche Monster kommen. Ich meine, da gibt es eigentlich höchstens nur einen, der überhaupt hier was gegen Monster machen könnte. Das wäre halt ein Golem. Dass wir irgendwann mal einen Golem uns machen und der läuft dann hier drin im Hause rum und bewacht das halt. Ich meine, das wäre halt ziemlich nice, wenn der das hier machen würde. Kostet halt echt viel Eisen. Also müssen wir schon ein bisschen investen. So, der Boden ist drinnen. So viel Glas hätte man eigentlich doch nicht machen brauchen, oder? Zum halt ein bisschen zu viel, aber das können wir dann lagern. So, das müssen wir hier oben auch noch aufreißen, alles hier. Der Baum steht dann auf Beton. Das ist so ein Plastikbaum. Ach ja, da hinten muss ich auch noch was zumachen, damit wir hier das Glas fertig haben. Der Glaspalast hier. Ich meine, viel Platz hat man hier oben ja nicht. Muss man jetzt sagen. Ich meine, wir haben eigentlich schon so einen Gästebereich, muss man schon sagen. So im Strandhaus drüben. Da haben wir ja so eine eigene Etage dafür. Aber, naja. Wieso nicht gleich ein ganzes Haus? Vielleicht ist es ja manchmal auch nicht nur ein Gast, vielleicht sogar zwei oder mehr. Alter, ist alles so alles ungesichert. Müssen wir auch irgendwas machen. Für Items wir eigentlich dadurch bekommen, vor allem hier die Uri-Andesit und das ganze Zeug. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, wer soll das alles verwenden? Wer soll das alles verwenden? Normalerweise müsste ich ja nicht irgendwo so ein Lava-Mülleimer irgendwo machen, wo man das alles reinschmeißt und dann wird das einfach alles verbrannt. Weil was soll ich denn mit dem Zeug? Ich habe irgendwann auch nicht mehr den Platz dafür, das alles zu lagern. Ich meine, man kann ja Polierten draus machen, ja. Vielleicht sollte man einfach alles. Kann ich das dann auch wieder zurückändern? So wie auch, ich habe eine andere Welt. Da habe ich zum Beispiel so viel Kohle. Also wirklich, da habe ich eine ganze Kiste voller Kohle. Habe die alle dann zu Kohleblöcke gemacht. Und habe damit immens viel Platz jetzt. Die Kiste ist jetzt so bei der Hälfte fast. Weil ich einfach wieder genug Kohle habe und wenn ich die brauche, dann crafte ich die halt wieder zurück, den Block. Ist, glaube ich, am effektivsten. So, und ich werde aber jetzt gleich auch mal wieder eine Pause machen und dann die Session später fortsetzen. Werde ich auch jetzt dann tun. Die Sonne geht schon unter. Sammle hier noch das Zeug alles ein.
So ordentlich sind wir und ich baue noch hier schnell die Wand zu. Damit wir überhaupt irgendwas geschafft haben. So in den ersten 40 Minuten oder was das jetzt waren. So, also. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe vergessen nachzupflanzen. Oh mein Gott. Da werde ich wieder einiges zu tun haben, wieder beim nächsten Mal. Also, ich sage dann mal bis zum nächsten Mal und haut rein und.